das, was entscheidet, wie tief Ereignisse im Gedächtnis verankert werden, sind verschiedene Dinge. Eine ganz wichtige Sache ist, wie emotional die Erlebnisse sind, die wir machen. Also Dinge, die sehr emotional sind, die haben für uns natürlich immer größere zukünftige Relevanz. Und deswegen wird emotionales Gedächtnis tiefer eingespeichert und auch schneller eingespeichert. Ein anderer Faktor, der ausmacht, wie tief wir Erlebnisse einspeichern, ist, wie häufig wir ähnliche Erlebnisse machen. Das heißt, auch Wiederholung ist was, was zu sehr stark verankerten Gedächtnisspuren führt. Das würde ich sagen, sind so die zwei Hauptfaktoren. Die Corona-Krise hat wegen zwei Dingen das Potenzial, dass sich auch Kinder, die jetzt noch sehr jung sind, daran erinnern. Es ist eigentlich so, dass sich Kleinkinder erst ab so 4 Jahren oder so ihre ersten Erinnerungen für Erlebnisse haben. Aber es gibt ein paar Sachen, die das begünstigen können. Und eine Sache, wie man Gedächtnisse bilden kann, die eben auch schon früher passiert sind, ist dadurch, dass Dinge allgegenwärtig sind und ständig wiederholt werden. Und das wäre jetzt eben zum Beispiel dieses Maskentragen, was eben in der Pandemie jetzt dauernd passiert und was deswegen wahrscheinlich eine Gedächtnisrepräsentation ist, die sie haben werden, die Kinder, aber was hoffentlich ja dann irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Und die Diskrepanz könnte da dann schon dazu führen, dass man da eben Erlebnisse hat vom Maskentragen, an die man sich erinnert. Aber eine andere Sache ist natürlich auch, dass diese Pandemie wirklich sehr emotional ist für die Kinder und auch für die Eltern. Und die lernen ja dann auch an den Reaktionen der Eltern. Und es ist eben so, dass das ist eine negative Emotion, aber das macht die Inhalte natürlich sehr relevant. Und gerade wenn ein Familienmitglied vielleicht erkrankt oder die Eltern Angst haben, dass das Kind Corona hat oder sie selbst Corona haben oder eben vielleicht jemand erkrankt ist und man Angst hat, dass es irgendwie einen schweren Verlauf gibt. Das sind alles Dinge, die uns eben sehr emotional machen, die uns potenziell bedrohen. Und das sind dann wahrscheinlich auch Erlebnisse, an die man sich später gut neu erinnert und vielleicht eben auch erinnern kann, selbst wenn man sonst wenige so episodische Erinnerungen an die Zeit hat. Traumatische Erlebnisse sind definiert als jede Art von Erlebnis, das man hat, das entweder das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit, auch seelische Unversehrtheit, aktiv bedroht oder subjektiv bedroht. Also man das so wahrnimmt, als ob das eine große Bedrohung darstellt. Und gerade wenn man in Situationen ist, wo eben diese Bedrohlichkeit da ist, wo man eine Schutzlosigkeit verspürt und eben keine subjektiv wahrnehmbaren Bewältigungsstrategien hat, also so einen Kontrollverlust. Das sind Ereignisse, die man als potenziell traumatisch definieren würde. Unabhängig davon, wie angsteinflößend und potenziell eben traumatisch die Pandemie an sich ist, gibt es natürlich andere Sachen in der Pandemie, zum Beispiel eben die krasse Einschränkung im sozialen Bereich und den Sozialkontakten, die Möglichkeit überhaupt schöne Erfahrungen zu machen, ist einfach stark reduziert. Und ich denke, da ist es sehr, sehr sinnvoll, eben auf eine Art und Weise vielleicht diese Angst, die man verspürt, auch zu durchbrechen und dann vielleicht nicht Massenveranstaltungen zu machen, aber sich schon vorzunehmen. Das gilt, würde ich sagen, für Kinder, Jugendliche wie Erwachsene, trotzdem eben schöne soziale Erfahrungen zu machen und einzuplanen, zu Zeiten, wo das dann natürlich vom Gesetzgeber auch erlaubt ist und auch in Kontexten, aber das geht ja immer, weil gerade eben die sozialen Kontakte sehr, sehr wichtig sind, nicht nur dafür, dass wir später auch gut funktionieren, sondern auch für unser psychisches Wohlbefinden. Und das kann natürlich dann schon eine Art Resilienz schaffen gegen die äußeren Bedrohungen. Das ist sicher eine sinnvolle Idee, ja.